Kräfte haben eine Richtung. Daher kann ich ihre Werte nicht einfach addieren. Schauen wir uns die Problematik mal an einem Beispiel an. Dazu habe ich hier einen kleinen Schlitten. Und dieser Schlitten, da sitzt jetzt jemand drauf und dieser Schlitten wird jetzt, sagen wir, von zwei Personen, Mama und Papa, gezogen. Dann sagen wir mal, Papa ist grün und die Mama ist blau. Und naja, die werden mit Sicherheit nicht hier genau parallel an dem Schlitten ziehen. Die werden aber auch nicht im rechten Winkel hier dran ziehen, sondern halt irgendwie, ja, so. Das heißt, ich habe zwei Kräfte, die weder parallel noch im rechten Winkel zueinander hier an diesem Schlitten ziehen. Das bedeutet, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie ich diese beiden Kräfte, die hier an diesem Schlitten ziehen, zusammenrechnen kann. Addieren kann man auf zwei Arten und Weisen. Die eine Variante ist zeichnerisch und die andere Variante ist ja, mit Hilfe der Mathematik. Und das gucken wir uns jetzt genauer an. So, wir schauen uns jetzt mal an, wie zwei Kräfte addiert werden. Dazu möchte ich im Prinzip immer die gleichen beiden Kräfte addieren, nur halt mit verschiedenen Richtungen. Wir hatten ja gesehen, dass Kräfte ja im Prinzip aus zwei Komponenten bestehen. Deswegen ist hier auch ein Pfeil oben drüber. Das ist ja ein Vektor. Das heißt, eine Kraft hat einen Wert und gleichzeitig eine Richtung. Und die Richtung ist im Prinzip das, was beim Addieren sozusagen die Schwierigkeiten macht. Weil, wenn ich mir hier das jetzt angucke, 3 Newton plus 4 Newton, das ist das Einfachste der Welt, das sind 7 Newton. Kommt, wie gesagt, jetzt auf die Richtung drauf an. Und deshalb machen wir das hier mal auf Millimeterpapier. Wenn man keins hat, kariertes Papier funktioniert auch. Im Internet gibt es auch Möglichkeiten, das einfach mal auszudrucken. Das heißt, wenn man keins zur Hand hat. Ich mache jetzt mal Folgendes. Der Einfachheit halber sage ich, 1 Zentimeter entspricht 1 Newton. Das heißt, man kann das jetzt hier ganz leicht nachmachen. Und da fange ich schon mit dem einfachsten Fall an. Und zwar habe ich die beiden Kräfte und die sollen jetzt mal parallel sein. Das heißt, ich gehe her und zeichne meine erste Kraft ein. Am geschicktesten ist es natürlich, wenn man verschiedene Farben jetzt zur Verfügung hat, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen übersichtlicher. So, dann mache ich hier einfach mal einen 3 cm langen Strich. Das war praktisch mein F1. Und dann probiere ich es nochmal mit einer anderen Farbe. Hier haben wir jetzt die 4 Newton, also 4 cm lang. Und hier ist mein zweiter Strich, F2. So, und ihr habt jetzt, oder beziehungsweise du hast jetzt gesehen, was ich mit der zweiten Kraft gemacht habe. Da, wo die erste Kraft aufhört, da setze ich die nächste Kraft dran. Das ist praktisch wie so eine Perlenschnur. Immer die erste Kraft zeichnen. Dann die zweite Kraft beginnt da, wo die erste aufhört. Entsprechend eine dritte würde da anfangen, wo die zweite aufhört und so weiter. So, und jetzt messe ich vom Anfang der ersten bis zum Ende der zweiten. Hier habe ich 7 cm. Das heißt, mein Ergebnis ist in diesem Fall ja 7 Newton. Ich kann das ja spaßeshalber mit Rot, Rot ist jetzt das Ergebnis, einzeichnen. Das ist jetzt praktisch F Gesamt und das ist 7 Newton.
Also in dem Fall stimmt das sogar, wenn ich das mathematisch einfach hier addiere. F1 plus F2 ist 7 Newton. Jetzt erhöhen wir mal den Schwierigkeitsgrad. Nummer 2, auch wieder parallel, aber jetzt in verschiedene Richtungen. Das heißt F1 in die Richtung, F2 sozusagen in die andere Richtung. Das würde im Prinzip dem auch entsprechend, wenn ich das abziehe. Aber ich male es erstmal hin. So, ich in weiser Voraussicht setze ich das jetzt mal dahin. 3 Newton, 3 Zentimeter, F1 ist klar. So, dann F2 mal in die andere Richtung, also 4 cm. Ich male das ein bisschen versetzt unten drunter, wie wir das eben gelernt haben. Also da, wo die Kraft F1 aufhört, beginnt die neue Kraft und endet hier. Das heißt, das war F2. In dem Fall läuft jetzt also die Kraft F2 in die entgegengesetzte Richtung von F1. Und jetzt sieht man schon, dass meine neue Kraft, ich male die wieder mit Rot, die beginnt da, wo F1 startet und endet da, wo F2 endet, jetzt hier nur noch so ein kleines Stückchen ist. F Gesamt. Das heißt, ich habe jetzt hier nur noch 1 Zentimeter. Und das ist, ja, nur noch 1 Newton. Das heißt, F Gesamt ist gleich 1 Newton. Und wenn eine Kraft in die genau entgegengesetzte Richtung geht, kann man auch praktisch hergehen und sagen, naja, das ist Minus. Ich tue das mal mit einer anderen Farbe wieder nochmal so mathematisch dazu schreiben. Hier hatten wir 2, die in die gleiche Richtung gehen. Gleiche Richtung bedeutet F1 plus F2 mathematisch gesehen. Beziehungsweise, das kann man weglassen, weil wir ja wirklich jetzt die Werte addieren. Und das wäre in dem Fall 3 Newton plus 4 Newton gleich 7 Newton. So, dann habe ich hier aber F1 und das andere geht genau entgegengesetzte Richtung, deswegen Minus. Und das ist dann 3 Newton minus 4 Newton ist gleich minus 1 Newton. Und das stimmt ja letztendlich, weil das ist 1 Newton, der Betrag stimmt schon mal und es geht in die entgegengesetzte Richtung. Also könnte ich hier das meinetwegen mit Minus symbolisieren. Also, wie gesagt, solange die irgendwie parallel zueinander oder in die gleiche Richtung oder in entgegengesetzte Richtung die Kräfte verlaufen, ist es relativ einfach. Ich tue es addieren oder wie gesagt, wenn es entgegengesetzt laufen, subtrahieren. Jetzt machen wir es schwierig. Jetzt nehmen wir die beiden Kräfte und gehen mal davon aus, die stehen jetzt senkrecht aufeinander. Das heißt, Nummer 3. Das könnte zum Beispiel, was weiß ich, die Situation sein, jemand sitzt auf dem Schlitten und 2 Leute ziehen gleichzeitig an dem Schlitten. Dann sagen wir mal, die Kraft F1 geht nach oben. So. F1 gleich 3 Newton. Nehme ich wieder eine andere Farbe. Ich hätte jetzt eigentlich geschickterweise, male ich nochmal drüber, mit dieser Farbe das machen sollen, damit man in dem Schema drin bleiben. So, und dann ist grün F2
Und F2 hatten wir ja gesagt, machen wir senkrecht dazu. So, Symbol für senkrecht ist, so, jetzt habe ich einen richtigen Stift, zack. Und hier fehlt noch ein Vektorpfeil und noch ein Vektorpfeil. So, jetzt habe ich meine beiden Kräfte und die ziehen hier gemeinsam an den Schlitten. Und jetzt wird der aufmerksame Zuschauer gemerkt haben, naja, eben habe ich ja gesagt, die Kraft zeichnet man ja eigentlich dahin, wo die andere aufhört. Das korrigiere ich jetzt mal, indem ich hier oben die 4 Newton dranhänge. Den Fehler habe ich natürlich jetzt eben absichtlich gemacht, weil man jetzt sehr schön sieht, was ich machen kann, wenn ich zum Beispiel zwei Kräfte gegeben habe, die an einem Punkt angreifen, kann ich hergehen und diese Regel erfüllen, indem ich meine Kraft verschiebe. Und zwar muss ich gucken, natürlich, dass ich die parallel verschiebe. Das heißt, parallel zu der Originalkraft kann ich die jetzt hier hochschieben. Und dann habe ich wieder die Regel, dass da, wo die erste Kraft aufhört, die nächste Kraft beginnt. Was bringt mir das Ganze? Naja, ich kann, wie ich das hier oben gemacht habe, jetzt meine Diagonale, beziehungsweise in dem Fall ist es eine Diagonale, also sprich meine resultierende einzeichnen, die da beginnt, wo die erste Kraft beginnt und da aufhört, wo die zweite Kraft aufhört. So, und jetzt ist die Frage, was schreibe ich denn da hin? Und machen wir das erstmal. Wenn ich jetzt hier ablese, ist das 5. Das heißt, ich habe 5 Newton. Und wenn ich das Ganze jetzt mal spaßhalber hergehe und diese Kraft auch mal hierhin verschiebe, dann sieht man, auf was das Ganze hinausläuft. Ich tue das jetzt nochmal hier so stricheln. Das heißt, die könnte ich auch hierher verschieben. Und jetzt habe ich ein Rechteck. Das heißt, wenn ich, ich kann Kräfte sozusagen, die Pfeile parallel verschieben, sodass ich immer dieser Regel folgen, da wo die erste aufhört, beginnt die nächste Kraft, mir das sozusagen zusammenbauen kann. Und in diesem Fall, ein Rechteck hat, ja, wie der Name schon sagt, hier einen rechten Winkel. Und man kann jetzt hergehen und wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie könnte ich das berechnen, ist in dem Fall aufgrund des rechten Winkels noch relativ einfach, weil ich jetzt einfach sagen kann, okay, ich habe F1 und ich habe F2. Und wenn ich die jetzt addieren würde, na gut, dann würde ich ja 7 rauskommen, es muss aber 5 rauskommen. Gut, ich habe hier wie gesagt den rechten Winkel, beziehungsweise ich habe natürlich hier auch einen rechten Winkel. Das heißt, ich weiß, dass die Seite 3 lang ist, ich weiß, dass die Seite 4 lang ist und das hier ist der Satz des Pythagoras. Das heißt, F1 Quadrat plus F2 Quadrat ist gleich F Gesamt zum Quadrat, oder ich ziehe hier gleich die Wurzel draus, dann ist es entsprechend nur F Gesamt. Also Satz des Pythagoras und ist in dem Fall nicht so schwer, weil ich habe hier 3 zum Quadrat, ich setze es mal ein, 3 Newton zum Quadrat plus 4 Newton zum Quadrat. So, Newton Quadrat ist klar, Wurzel aus Newton Quadrat ist Newton. Und vorne dran, 3 mal 3 ist bekanntlich 9 plus 4 mal 4 ist bekanntlich 16. Wenn ich das zusammen addiere, erhalte ich 25. Die Wurzel aus 25 ist 5, also 5 Newton ist mein Ergebnis. Und man sieht jetzt eigentlich sehr schön an dem Beispiel, es sind immer 3 und 4 Newton.
aber es kommt jedes Mal was anderes raus, abhängig davon, in welche Richtung diese Kräfte verlaufen. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, alles klar, ich addiere es einfach. Und wenn man nochmal hier guckt, hier habe ich absichtlich die Pfeile weggelassen, weil ich mich hier wirklich mit den Werten beschäftige. Und hier stehen die Pfeile oben drüber, weil ich hier nicht nur den Wert, sondern auch mir die Richtung mit angucke. Und auf diese Art und Weise kann man das halt, wie gesagt, ausrechnen. Und jetzt machen wir es nochmal eine Stufe komplizierter. Wir haben noch ein bisschen Platz, also viertens geht noch. Diesmal denke ich auch dran und mache das gleich mit der richtigen Farbe. So, jetzt machen wir zwei verschiedene Richtungen. Das heißt, ich habe hier meine Kraft Nummer 1 mit 3 Newton. F1 So, und jetzt sei das meinetwegen ein Schlitten und an dem Schlitten wird gezogen. Und mit ist noch eine zweite Person machen wir der Einfachheit halber 45 Grad mit 4 Newton. Wichtig ist, dass man natürlich sauber arbeitet, dann bekommt man auch ein gutes Ergebnis. Soweit, so gut. 3 Newton, 4 Newton. Jetzt wieder das Gleiche. Meine Kraft muss ja eigentlich da beginnen, wo die andere Kraft aufhört. Und dann machen wir das, was wir bei der 3 gelernt haben. Wir verschieben die parallel. Das heißt auch wieder hierhin. Das ist mein praktischer F2. Pfeil nicht vergessen. 4 Newton. Und man sieht jetzt schon, auf was es hinausläuft. Wenn ich spaßeshalber die hier mal so andeute, diese Kraft F1, sieht man, auf was es hinausläuft. Das ist ein Parallelogramm. So, wenn ich bei diesem Parallelogramm jetzt die resultierende haben möchte, wie bei 1, 2 und 3 auch schon, Beginn der ersten Kraft, Ende der zweiten Kraft. Das ist im Prinzip meine resultierende. So, jetzt mache ich das noch hier so hin, zack. Und zack. So, jetzt, wo ich das Geodreieck da gerade hatte, hätte ich natürlich schon ablesen können. Hier haben wir 6, na, sagen wir 4, so ungefähr. Also F gesamt 6,4 Newton. Okay, man sieht, ich habe jetzt hier die wieder meine Diagonale. Man nennt das Ganze übrigens Parallelogramm, weil ich die ja parallel, die Seiten hier jeweils parallel sind. Und naja, zumindest zeichnerisch war es relativ einfach, das Ganze auszurechnen. Zeichnen ist eine ganz nette Option, besonders wenn ich halt einen guten Maßstab habe, zum Beispiel 1 Zentimeter, 1 Newton. Aber wenn ich es mal genauer brauche, dann muss ich rechnen. Und dazu habe ich mir hier so ein Hilfsdreieck hingeschrieben. Und zwar brauchen wir jetzt den Kosinussatz. Und der Kosinussatz ist c² gleich a² plus b². Soweit ist das so wie der Satz des Pythagoras. Allerdings gilt der ja nur für rechtwinklige Geschichten. Daher noch minus 2 mal ab mal Kosinus von dem gegenüberliegenden Winkel.
So, dann kann ich jetzt auf die Idee kommen und mal das Ganze durch die Kräfte zu ersetzen. Das heißt, statt C, A und B entsprechend die Kräfte einzusetzen. Und dann kommt diese Formel raus. Dann noch die Zahlen eingesetzt und ich erhalte 6,48 Newton. 6,4 Newton habe ich gemessen. Aber in meiner Zeichnung 6,48 Newton ist sozusagen der rechnerische Wert. Ist natürlich genauer und ja, muss ich dann verwenden, wenn die Kräfte weder parallel noch senkrecht zueinander sind. Parallel einfach addieren, senkrecht zueinander, da kann ich den Satz des Pythagoras bemühen und hier muss ich jetzt wirklich mit dem Kosinussatz das ausrechnen.